Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Carmen hat ihren leiblichen Vater nie wirklich kennengelernt. Sie war gerade einmal 3 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennten und ihr Vater zurück in die spanische Heimat ging. Ich habe diesen Brief erhalten, in dem Carmen schreibt, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ihren Vater kennenzulernen. Sie weiß nicht, dass ich gerade auf dem Weg zu ihr bin, denn ich möchte sie überraschen. Bonn, im Süden Nordrhein-Westfalens. Am Rande der ehemaligen Bundeshauptstadt lebt die 51-jährige Carmen, die nicht ahnt, dass Julia sie heute überraschen möchte. So, hier um die Ecke muss es jetzt sein. Ich hoffe nur, dass sie zu Hause ist. Unter Fenster und Balkone, hoffentlich sieht sie mich noch nicht. Ja, hallo. Sind Sie Carmen? Ja. Hallo, ich müsste mal mit Ihnen sprechen. Darf ich vielleicht mal reinkommen? Ja, klar, Moment, ich drücke auf. Moment bitte. Ja. Ich weiß nicht, für wen sie mich hält, aber... Hallo. Carmen? Ja. Hallo, kein Schreck kriegen. Okay. Hallo, ich bin Julia. Hallo, grüß dich. Hallo. Boah, ich bin überrascht. Komm. Keine Angst. Kannst du dir denken, warum ich da bin? Ja, kann ich. Ja? Oh ja, kann ich. Sehr gut sogar. Darf ich vielleicht mit reinkommen und mit dir sprechen? Aber sehr gerne. Ja? Komm bitte. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bist du wahrscheinlich sehr aufgeregt. Oder? Oh ja. Oh ja, sehr. Ich weiß ja schon einiges über deine Geschichte. Dass deine Eltern sich sehr früh getrennt haben. Genau. Dein Vater weggegangen ist. Ja. Und du dann bei deiner Mutter und deinem Stiefvater aufgewachsen bist. Mhm. Was war das für eine Kindheit? War nicht so, wie man sich die wünscht. Ich wusste, dass ich einen anderen Vater habe, aber man hat es mir nie gesagt. Und dadurch stand diese Lüge immer im Raum. Und ich wartete immer, dass meine Mutter mir die Wahrheit sagte, aber es kam nie dazu. Du hast also nie in deinem gesamten Leben mit deiner Mutter ein Wort über deinen Vater gesprochen? Nie. Kein Wort. Carmen erzählt Julia ihre Geschichte. Als ihre Eltern sich trennen, ist sie 3 Jahre alt. Die Mutter bekommt das Sorgerecht. Der Vater kehrt daraufhin in seine spanische Heimat zurück. Nur 2 Jahre später heiratet Carmens Mutter erneut. Von ihrem lieblosen Stiefvater erfährt sie jedoch nur Ablehnung. Bis heute trägt Carmen deshalb eine große Sehnsucht in sich. Carmen, vermisst du deinen Vater in deinem Leben? Klar vermisse ich ihn. Ich hoffe, er mich auch. Hättest du viele Fragen an deinen Vater? Ja. Was wäre eine wichtige Frage? Ob er mich auch mal vermisst hat, zwischendurch mal. Ihm auch wichtig war, mich mal zu finden und zu gucken, wie es mir ergangen ist in den Jahren. Carmen, ich würde dir sehr gern was zeigen, aber dazu müsste ich dich eben mitnehmen. Okay. Ja? Mhm. Wollen wir das machen? Gerne. Dann komm mal mit. Julia nimmt Carmen mit in ein nahegelegenes Restaurant, um sie ein zweites Mal an diesem Tag zu überraschen. Die 51-jährige Verkäuferin ist sehr gespannt, denn sie weiß absolut nicht, was auf sie zukommt. Carmen, ich habe bereits nach deinem Vater gesucht. Ich wusste ja, dass dein Papa damals nach Madrid gegangen sein soll. Ja. Und deswegen habe ich genau dort mit meiner Suche begonnen. Schau mal. Julia macht sich auf den Weg nach Madrid. Aus Carmens Brief kennt sie den Namen des gesuchten Vaters. Francisco Bueno Sierra. Sie weiß, dass er vor fast 50 Jahren in Madrid gelebt und am Flughafen gearbeitet hat. Deshalb beginnt Julia hier ihre Suche. Ich bin gerade hier in Madrid gelandet. Ich weiß, dass Carmens Vater, Francisco, nachdem er Deutschland in den 60er Jahren verließ, bei der spanischen Fluggesellschaft Iberia gearbeitet haben soll. Ich habe von Deutschland aus mit denen telefoniert. Da will leider niemand vor die Kamera. Ich werde aber trotzdem versuchen, hier vor Ort irgendwas rauszufinden.
Madrid. Die spanische Hauptstadt ist mit 3,3 Millionen Einwohnern nicht nur die größte Stadt des Landes, sondern auch ganz Südeuropas. Seit Jahrhunderten befinden sich hier der Sitz der Regierung und des Königshauses. Francisco Bueno Sierra, Carmens Vater, stammt aus Madrid und soll auch hierher zurückgegangen sein. Direkt vor Ort möchte Julia mehr herausfinden. Also mit meinem Urlaub Spanisch werde ich hier nicht sehr weit kommen. Deswegen bin ich jetzt mit einem Dolmetscher verabredet, der mir bei der Suche helfen wird. Direkt im Zentrum von Madrid wartet Dolmetscher Jorge. Gemeinsam mit ihm möchte Julia versuchen, im Rathaus der Stadt Informationen über Carmens Vater zu bekommen. Ob das ohne weiteres möglich ist, ist jedoch fraglich. Jorge, wie ist es denn, wenn man hier jetzt ins Rathaus geht? Kriegt man da so einfach Informationen über den Bürger? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ja. Aber ich würde es erstmal ohne Kamera versuchen. Okay, dann gehen wir erstmal ohne. Können Julia und Dolmetscher Jorge hier im Einwohnermeldeamt der Stadt tatsächlich Hilfe erwarten? Und lebt Francisco Bueno Sierra überhaupt noch in Madrid? Aufgrund der langen Zeit kann diese Information keinesfalls als gesichert gelten. Mehrere Stunden verstreichen. Ja, das war jetzt gar nicht so einfach da drin. Aber nach einigem Hin und Her und vor allem mit der Hilfe von Jorge haben wir tatsächlich rausgefunden, dass es hier einen einzigen Eintrag zu einem Francisco Bueno Sierra gibt. Allerdings haben die mir da drin nicht so viel Hoffnung gemacht, denn der Eintrag ist schon einige Jahre alt. Trotzdem fahren wir da jetzt sofort hin. Wie geht's? Boah, aufgeregt, nasse Hände. Ja? Mhm. Das war an dem Tag schon zu spät, um da noch hinzufahren. Okay. Deswegen haben wir das gleich am nächsten Morgen gemacht. Schau mal. Am nächsten Morgen. In der Calle del Príncipe de Vergara 210 soll Carmens Vater gelebt haben oder vielleicht sogar noch leben. Das müsste hier sein, ne? Ah ja, da ist die 210. Ach, jetzt sind hier nur Nummern. Ist das in Spanien üblich mit den Nummern? Ja, das ist immer so. Dann lassen Sie einfach mal reingehen, vielleicht können wir uns da durchfragen. Ja. Ach, guck mal, da sind Briefkästen mit Namen. So, da gehen wir jetzt mal alle durch. Bueno Sierra, Bueno Sierra. Kein Bueno Sierra dabei. Das muss aber noch nichts heißen. Wir klingeln uns einfach durch. Ach, hola. Hallo. Guten Tag. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche einen Francisco Bueno Sierra. Francisco? Ja, ein Francisco wohnt hier. Segundo B. Francisco Cuerda wohnt hier, aber ein Francisco Bueno Sierra nicht. No. Gracias. Danke. Tschüss. Adios. Adios. Hola. Hola. Ich suche einen Francisco Bueno Sierra. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Francisco wer? Kennen Sie einen Francisco Bueno Sierra in diesem Haus? Nein, tut mir leid. Gracias. Hola. Perdona, ich suche einen Francisco Bueno Sierra. Wohnt der hier im Haus? Das weiß ich leider nicht. Ich arbeite nur dienstags und donnerstags hier. Tut mir leid. Den kenne ich nicht. Dankeschön. Dann gucken wir mal. Müssen wir uns durchklingeln. Hola. Hola. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ich bin Julia. Hallo. Ich suche Francisco Bueno Sierra. Francisco? Das ist ein Freund von mir. Sie kennen Francisco? Ja, ja. Oh, sehr gut. Ich muss Francisco ganz dringend finden. Wohnt er hier im Haus? Nein, Francisco hat mal hier gewohnt. Jetzt lebt er aber nicht mehr hier im Haus. Es ist sehr wichtig, dass ich ihn finde. Warum suchen Sie Francisco? Das ist eine Familienangelegenheit. Kann ich vielleicht reinkommen und Ihnen das alles erklären, um was es geht? Es ist sehr wichtig. Ja? Alles klar. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt hier so überfalle. Sie kennen Francisco? Ja, er ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon länger, aber jetzt habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Lebt Francisco denn? Geht's ihm gut?
Ja? Ja, es geht ihm sehr gut. Das sind schon mal sehr gute Nachrichten für mich. Woher kennen Sie Francisco? Ja, die Francisco, le conocí en Alemania. Francisco habe ich in Deutschland kennengelernt. Das ist viele Jahre her. Ah, das heißt, Sie waren auch in Deutschland? Sí. Sprechen Sie auch noch Deutsch? Nicht so gut, aber gut. Ich verstehe. Wissen Sie, dass Francisco eine Tochter in Deutschland hat? Ja, habe ich das gewusst. Ja? Ja, ja. Möchten Sie jetzt, dass Sie beide zusammenfinden? Genau. Sehr nett. Ja? Finden Sie gut? Finde ich sehr gut. Was ist Francisco für ein Mensch? Francisco ist ein sehr netter Mensch. Ja? Er ist ein guter Mensch. Ich möchte jetzt natürlich so schnell wie möglich mit Francisco selber sprechen. Wo lebt er denn? Santa Maria de la Alameda. Haben Sie denn die Adresse von Francisco? Doch, habe ich. Ja? Ja, ja. Und Sie geben mir die auch? Natürlich. Wunderbar. Habe ich hier notiert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir so geholfen haben. Sie waren mein Glücksgriff heute. Dankeschön. Ich habe Francisco gefunden. Dein Papa geht's gut. Ich habe mich dann gleich auf den Weg gemacht und bin zu ihm gefahren. Schauen wir es uns an. Gerne. Etwa 80 Kilometer nordwestlich von Madrid liegt Santa Maria de la Alameda, der Ort, in dem Carmens Vater lebt. Das müsste das Haus sein, oder? Ja, das müsste hier. Ne? Steht auf jeden Fall ein Auto. Ja. Kein Name? Schade. Klingel mal. Hola, guten Tag. Können Sie mal herkommen? Hallo. Hallo, was ist los? Sind Sie Francisco Bueno Sierra? Der bin ich. Ja? Ja. Hallo, ich bin Julia aus Deutschland. Ich suche Sie. Was möchten Sie denn von mir? Ich würde gerne über eine private Angelegenheit mit Ihnen sprechen. Sprechen Sie noch Deutsch? Ich spreche Deutsch. Ja? Ja. Das ist ja wunderbar. Vielleicht kann ich mit Ihnen reinkommen und Ihnen erklären, um was es geht? Aber selbstverständlich. Dankeschön. Kommen Sie bitte ran. Ich folge Ihnen. Gehen Sie ruhig vor. Dankeschön. Mein Papa. Ich sagen soll. Ich habe deinem Papa dann erklärt, warum ich ihn suche. Mhm. Schau mal. Francisco, ich bin hier, weil deine Tochter Carmen aus Deutschland dich sucht. Mhm. Was sagst du dazu, dass sie dich sucht? Das bedeutet mir sehr viel. Das bedeutet, dass meine Tochter trotz der vielen Jahre immer noch an ihren Papa denkt. Das sind sehr starke Gefühle, die in mir hochkommen. Genau 49 Jahre habe ich sie jetzt nicht mehr gesehen. Das ist wirklich unfassbar. Francisco, was ist damals passiert? Warum ist eure Ehe auseinandergegangen? Da gab es verschiedene Gründe. Es gab viele Kleinigkeiten, die dann zu einem großen Problem wurden. Wir hatten immer mehr Probleme und stritten uns immer öfter, bis wir entschieden, uns endgültig zu trennen. War es schwer für dich, deine Tochter zurückzulassen? Ja. Sehr schwer. Ich habe alles Mögliche versucht, um für meine Tochter zu kämpfen. Im Streit um das Sorgerecht ging ich bis vor das Oberlandesgericht. Ich verlor den Prozess und dann hatte ich keine Chance mehr. Francisco, wie sieht dein Leben heute aus? Ich lebe alleine in meinem Haus in Santa Maria de la Alameda. Ich bin geschieden. Ich habe zwei Kinder. Francisco ist 42 und Virginia ist 39 Jahre alt. Meine Tochter sehe ich mindestens einmal in der Woche. Mein Leben ist eigentlich ganz gut, aber ich bin manchmal sehr einsam.
Francisco, kannst du dich noch an Carmen erinnern? War sie ein süßes Baby? Sie, ja. Realmente sie. Sie war ein zauberhaftes Kind. Ein Bonbon. Un Bonbon. Un Bonbon. Sie war einfach nur süß. Hat sie dich Papa genannt? Klar hat sie Papa zu mir gesagt. Ich bin vor Freude in die Luft gesprungen, als sie das erste Mal Papa zu mir sagte. Hast du Sehnsucht nach deiner Tochter? Mucho, mucho. Sehr. Meine Sehnsucht nach ihr ist unendlich groß. Kann dein Kind in dein Leben zurückkommen? Totalmente. Aber natürlich. Totalmente. Eso está muy claro. Das ist doch klar. Sie ist schließlich meine Tochter. Möchtest du sehen, wie sie heute aussieht? Ja, sehr gerne. Das ist deine Tochter, Carmen. Wie schön sie ist. Wie fühlst du dich gerade? Muy bien. Sehr gut. Muy bien. Ist noch Platz in deinem Herzen für Carmen? Siempre. Immer. Siempre tiene que haber. Und das wird auch immer so bleiben. Hallo, Carmen. Ich bin dein Papa. Ich liebe dich und ich möchte dich sehen, so schnell wie möglich. Tschüss, mein Kleiner. Ich sehe dich. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Dein Papa wartet draußen. Wahnsinn. Und ich bringe dich jetzt zu ihm. Sehr gerne. Ja? Ja, sehr gerne. Dann komm mit. Ich bring dich raus. Als Francisco seine kleine Tochter vor fast 50 Jahren verlassen musste, brach es ihm fast das Herz. Und Carmen musste ihr ganzes Leben lang die Liebe ihres Vaters entbehren. Nie wieder war Francisco seit damals in Deutschland. Doch jetzt ist er zurückgekommen. Carmen, jetzt ist es soweit. Da vorne wartet dein Papa auf dich. Danke, dass du den weiten Weg für dich gemacht hast. Ich will auch gar nicht lange stören. Ganz viel Glück für die Zukunft. Alles Gute. Danke, danke, danke. Danke. Vater und Tochter haben sich nach fast 50 Jahren viel zu sagen. Und Carmen plant schon den Gegenbesuch in Spanien. Ihr neues Glück wollen die beiden nie mehr aus den Händen geben.